Frage habe ich an Sie. Vom Ballermann-Musiker zum Kindermusiker, wie kommt das? Ja, ich hab ja schon immer Kindermusik eigentlich gemacht. Allerdings mit dem Roten Pferd, was 2007 rauskam, habe ich dann auch gemerkt, Mensch, es war ein großer Knaller, nicht wegen Ballermann, sondern es war ein großer Knaller, weil die Kinder und die Familien alle gekauft haben. Und dann habe ich über die Jahre hinweg immer viele Feedbacks gekriegt, wenn ich nur im Flieger saß, Richtung Bulgarien oder Mallorca, in den Ferien kamen dann die Eltern an, die Großeltern mit ihren Kindern, können wir mal ein Bild machen. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich will es weitermachen. Ja? Und jetzt habe ich Gott sei Dank in der Firma Schau ins Land einen tollen Partner gefunden. Wir haben jetzt mein zweites Kinderalbum sozusagen rausgebracht. Und das nimmt inzwischen so viel Platz ein, ja, dass natürlich für die Abendgeschichte ist noch Zeit, aber die Sachen suche ich mir natürlich raus. Und am meisten mache ich schon viele Veranstaltungen. Alles klar, vielen Dank für das Konzert. Hier ist Markus Becker und die Mallorca Cowboys. Und das rote Pferd im Après-Ski. Bei der Geschichte eigentlich angelangt, weswegen ich hier bin. Ja? Ich bin hier, weil die Firma Schauenknapp und ich eine tolle Kooperation eingegangen sind. Wir haben zusammen ein Kinderalbum gemacht. Dieses Kinderalbum, verspreche ich euch, werdet ihr überall demnächst hören. Ja? Egal ob in der Tanzschule, im Kindergarten, im Mini-Club, wenn ihr in Urlaub fliegt, ja, überall. Und dieses Kinderalbum ist nicht nur ein Kinderalbum, es ist sogar eine Geschichte.
Und diese Geschichte erzählt von meinen Freunden Kata aus Madagaskar, eine musikalische Urlaubsreise sozusagen, und seinen Freunden Ingo, der Flamingo. Weiß nicht, ob man dich nochmal dazu nehmen, Waschbär. Ja, wahrscheinlich. Irgendwann ist das Maskottchen hier vom Flughafen. Ja? Kann ja auch mal mitmachen, irgendwann. Beim nächsten Album bist du dabei. Ich bin Kata, der kleine Affe. Wenn ich in der Sonne sitze, weiß man aus die Nasenspitze, rufen alle, da ist Kata. Wenn ich mit meinem Muschelschwanz lustig aus der Reihe tanz, rufen alle, da ist Kata. Wenn ich verrückte Sachen mache, den ganzen Tag lache und so sehr gute Menschen. Sehr gut. So sehr.